Freudebotschaft Nummer 7. Wir bekommen gespiegelt, was wir brauchen, um wahrhaftiger zu lieben. Heute soll es ein bisschen um das Thema Bindungsstile gehen. Und ohne dass ich jetzt in das ganze Thema eintauche, was es bedeutet, welche Bindungsstile es gibt, von wem das erforscht wurde und so weiter, möchte ich mich einfach nur beschränken auf das, worum es jetzt gerade bei mir und bei der Botschaft gehen soll, die heute zu dir möchte. Und zwar, sagen wir mal, es gibt noch weitere, also es gibt noch das sichere und noch den ambivalenten, aber sagen wir mal, je nachdem, was für ein Trauma wir erlebt haben, je nachdem, wie wir geprägt wurden durch unsere Bezugspersonen, lehnen wir uns entweder in Beziehungen eher zurück oder lehnen uns eher vor. Diejenigen, die sich eher zurücklehnen, die eher ausweichen, haben eher Angst vor Nähe, haben eher das Bedürfnis, sich in sich selbst zurückzuziehen, mehr Raum für sich selbst zu haben, fürchten sich teilweise auch vor Intimität, haben Angst, dass sie in der Beziehung sozusagen sich selbst verlieren, untergehen, enmeshed werden, also verstrickt, verwickelt sind. Und haben eher die Tendenz sozusagen zu flüchten, zu fliehen, sich hinauszulehnen aus dem Ganzen, aus der Intensität der Verbindung, der Gefühle. Haben eben ganz oft auch Traumata rund um das Thema Nähe, Beziehung. Genau. Verlieren sich dann oft eben in dieser Verbindung oder glauben, dass das dann heißt, dass sie selber nicht mehr da sein dürfen, dass sie erdrückt werden, erstickt werden, nicht frei sind. Und das andere Extrem, und die ergänzen sich dann auch so schön, und je weiter ich das bei mir selber erforsche und je weiter ich das auch mit meinen Klienten beobachte, haben wir alle eigentlich beides in uns. Bei einem zeigt sich eher, oder in der einen Beziehung oder in der einen Freundschaftenkonstellation zeigt sich eher dieses Verhalten bei dir, während es beim nächsten, der das selber hat, vielleicht schon wieder sein kann, dass es switcht oder dass es in bestimmten Beziehungen zu bestimmten Zeiten und bei bestimmten Umständen einfach gehen kann, bis wir mehr und mehr integrieren, erkennen, reflektieren, heilen und wir dann sicher in Beziehung sein können, wir sicher uns halten können und gleichzeitig aber auch sicher in Beziehung mit dem anderen sein können, unsere Grenzen kommunizieren können, uns selbst nicht verlieren, aber auch den anderen trotzdem sozusagen sehen, erkennen, wertschätzen können und dann dadurch ein gesunder Tanz, gesunde Beziehung, was tatsächlich nährend und heilsam ist, entstehen kann. Genau, also entweder das oder beides, um jetzt nochmal das zweite auch zu erklären, ist der andere Typus, das andere Extrem, was das Gefühl hat, der andere lehnt sich weg. Also ich kann nicht einfach so sehr bei mir sein und mich einfach so sehr zurücklehnen, sondern für mich ist es sicherer zu, oder ich habe gelernt, ich muss jagen, ich muss ganz nah zum anderen kommen, ich muss mich selbst verlassen, damit ich bei dir sein kann. Ich ordne mich sozusagen unter, ich opfere mein eigenes Selbst freiwillig auf, damit ich in die Verbindung gehen kann. Während der andere Bindungsstil eher hat, ich fürchte vor der Beziehung, fühlt sich bedrohlich an, halte ich lieber immer auf Abstand und bin nicht ganz da, damit ich mein eigenes Selbst haben kann. Beides also Strategien, ungesunde Strategien und dysfunktionale Strategien, die aber dem Selbstschutz dienen sollen. Gut, das heißt, wir haben hier den, der flüchtet, den, der rennt, den, der eher dissoziiert, der sich mit sich selbst sicherer fühlt oder mit sich selbst wohler und sehr hyper-independent oft ist. Und den anderen, der sagt, ich weiß nicht, ob ich das kann, der sich hilflos fühlt, der sich sonst eher lieber selbst verlässt, als verlassen wird und dann zum Jäger wird, zum Chaser wird, zum People-Pleaser wird, zu jemandem,
demjenigen, der eher clingy ist oder needy, also bedürftig und anhänglich und sehr abhängig. Und ganz oft finden sich eben genau diese zwei Dynamiken, damit es dann heilen kann, universell gesehen. Damit man sich im anderen erkennt, damit man den Schatten des anderen in sich erkennt. Dass man das eigene Unterbewusstsein gespiegelt bekommt. Und dann haben wir eben dieses Was wir aber wollen, ist eben, wie gesagt, Stabilität. Gesunde Beziehungen, wo jeder bei sich ist, wo jeder authentisch ist, wo jeder seine eigenen Gefühle lebt, Verantwortung für sich übernimmt, weiß, wer er ist, seine eigenen Bedürfnisse, seinen Körper, seine Wünsche respektiert, ehrt und sein eigenes Leben lebt, authentisch ist und dann gleichzeitig er trotzdem nicht fliehen muss vor Nähe, nicht fliehen muss vor Intimität, davor gesehen zu werden, vor Verbindung, sondern dass beide diese heilsame Erfahrung machen können von wahrhaftiger, bewusster Beziehung und aufeinander sich beziehen. Nicht, oh, ich werde immer verlassen, ich muss jagen, ich muss mich selbst verlassen und verbiegen, damit ich ja nicht verlassen werde und damit ich doch bei dir sein kann. Und auch nicht, oh, du erdrückst mich, du bist mir zu viel, das ist mir alles zu nah, es ist zu übererregt, ich fühle zu viel, das ist zu viel, ich muss weg. Also dass es weder dieses, ich muss davor flüchten, noch ich muss dem hinterherrennen ist, sondern ein, nein, wir sind Liebe, wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander, wir bedürfen dieser Nähe, wir bedürfen dieser Gemeinschaft, diesem Dazugehören, dieser Sicherheit, dieser Liebe. Allerdings müssen wir da eben durch diese verschiedenen Schichten und durch diese verschiedenen Neigungen und Tendenzen, die wir in uns haben, um zu integrieren, um zu erkennen, um zu shiften, um zu heilen und dann eben neue Beziehungen führen zu können, die tatsächlich heilsam sind, wo jeder seinen eigenen Raum hat, sein eigenes Ich haben darf und dadurch ein gesundes, liebevolles Sein, fließen, tanzen, erkennen und miteinander schwingen, kreieren und spielen entstehen kann, wonach wir uns alle sehnen. Der Schlüssel ist also, wenn wir jetzt nochmal in diese Dynamik gehen, wenn du eher dich erkennst in dem, ich lehne mich immer lieber raus, ich nehme mich raus, ich fürchte, ich vermeide, für dich ist es wichtig zu lernen, dich hineinzulehnen in die Beziehung. Und gleichzeitig dich zu halten, präsent zu sein und nicht zu glauben, dass du dich entscheiden musst, sondern dass du beide Bedürfnisse stillen kannst und es dir möglich ist, dein eigenes Selbst zu haben und gleichzeitig in Verbindung und Beziehung zu sein. Und wenn du dich eher in dem wiederfindest, darfst du lernen, dass du dich zurücklehnst und dass du dich auch nicht verlassen muss, dass du bei dir sein kannst und dann jemand auch zu dir kommen kann und kommen will, ohne dass du je den anderen jagst und dann ihn gleichzeitig wegstößt von dir. Dass sozusagen beide ihren eigenen Raum haben und beide einen Schritt in die Beziehung machen und dann miteinander agieren. Und wenn es jemandem zu viel ist, hat er die Wahl, einen Schritt zurück zu machen und der andere auch. Aber nicht, oh, ich gehe nie rein und dann muss ich dich immer jagen und lauf dir hinterher und auch nicht, oh, ich bin immer drinnen und will eigentlich zu dir und dann quasi, oh, dann will ich noch weniger hin. Das sind jetzt meine Veranschaulichungen. Sondern tatsächlich diese innere Mitte, diese innere Ausgeglichenheit und Balance, wo dieser Typus lernt, sich auf den anderen zu beziehen, einen Schritt auf den anderen zuzumachen, in Beziehung zu gehen. Und dieser Typus lernt, nicht nur in Beziehung zu existieren, sondern sich sein eigenes individuelles Sein auch zu erlauben. Sich zu erlauben, Grenzen zu haben, sich zu erlauben, sein eigenes Ding zu machen. Und eben nicht nur in Symbiose mit dem anderen zu leben. Und ich glaube, ich mache da jetzt noch ein zweites Video, eine Fortsetzung.